Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy 13. In der letzten Episode hatten wir eigentlich alle bis auf eine der Titan-Missionen abgeschlossen und ich befinde mich jetzt hier wieder in, ich glaube, D2. Habe hier alle Gegner gekillt, das ist die Stelle, wo die ganzen Blütenkaktoren waren. Ich habe versucht, vielleicht nochmal eine Schleife abzusahnen, hat aber leider nicht geholfen. Dementsprechend, hier, ihr seht jetzt, hier sind drei Seed-Steine. Zwei davon haben wir abgeschlossen, der hier unten, der pulsiert noch so ein bisschen, das ist eine komplett neue Mission, denn die hier kennen wir nicht. Und diese Mission hier gegen Spartacus, die ist schwer. Spartacus hier, der kann euch den Arsch aufreißen, wenn ihr nicht im Rang 10 Tristarium seid. Also, da braucht ihr einen Haufen gutes Zeug, um da eine Chance zu haben. Was ich hier tun werde, ist eigentlich erstmal offscreen. Muss ich auf jeden Fall ein paar Sachen vorbereiten, unter anderem Erfahrungspunkte verballern. Wobei, das kann ich eigentlich auch onscreen machen. Und zwar für meine drei Leute. Vielleicht kriege ich hier einen Verheerer. Ihre Verheererrolle. Das wäre natürlich sehr geil. Wunderbar. Dann haben wir noch einen Heilerkristall. Den Brecher habe ich. Ich möchte dann bei dir in dem Fall die Manipulator-Rolle. Wenn ich den Kristall kriege, wäre das richtig gut. Ich meine, ich hatte den Sentinel, also den Verteidiger hier schon mal vorbereitet, aber ich möchte hier wirklich meinen Manipulator haben, denn bessere Manipulierfähigkeiten sind nützlich. Bei Hope werden wir Augmentor holen, wenn man da besser buffen kann. Heiler ist zwar auch sehr, sehr wichtig, aber ich möchte erstmal die besseren Buffs haben. Bevor wir uns hier noch um die restlichen Punkte kümmern, weil die extra HP sind auch sehr wichtig. Die anderen drei werde ich offscreen machen und dann werden wir ein bisschen an den Accessoires und allem rumwuseln müssen, denn es ist gar nicht mal so einfach. Es wird sich ein bisschen was verändern. Aber das seht ihr gleich. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe meine komplette Ausrüstung und mein komplettes Team verändert und jetzt müssen wir noch ein paar Sachen modifizieren. Ich habe das auch schon alles vorbereitet, so gut es geht zumindest. Und zwar möchte ich unter anderem den Offizierscode hier tun. Dafür brauchen wir 23 Leiter. Dann möchte ich den Runenreif hier tun. Dafür brauchen wir 4 Leiter, glaube ich. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verzählt habe. Die Pechblende. Dann brauchen wir nochmal 36 Knochen. Ich glaube, ich habe zu wenig Knochen. Und 20 Leiter. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Richtig. Jetzt habe ich aber nur noch... Ne, ich glaube, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Jetzt muss ich noch die eine Königswehr hier tun. Dafür brauche ich nochmal Leiter und Knochen. Ich habe mich verzählt. Oder ich habe zu viel verbraucht. Egal, aber ich habe noch ein bisschen Kohle übrig. Ich brauche nochmal 36 Knochen. Normalerweise dachte ich eigentlich, ich habe meine Vorbereitung richtig gemacht. Aber ist egal. Und wir brauchen 23 Leiter. Also noch 4... Gib mir dann also die Kohle aus. Modifizieren wir den Gegenstand noch, den wir gerade noch, den ich noch tun wollte. Und zwar diesen, wo ist er denn? Die Königswehr. Hier sind 36 Knochen rein. Die Leiter. Das ist der auf 15. Und das ist jetzt eigentlich im Großen und Ganzen meine Ausrüstung. Ich zeige. Wir haben Kraftfäustlinge und Königswehr auf Fang. Wir haben Doppler-Ei-Hexenreif, Offiziersgurt und Königswehr auf den guten Snow, um seine Resistenzen richtig hoch zu ballern. 37% Abwehrkraft gegen physischen und magischen Schaden. Sess hat nochmal die ganzen Reifen, die meine Stärke verbessern, die ich noch übrig hatte, plus eine Königswehr. Ich habe nämlich einen der weigernden Reife aus lauter Dummheit nämlich verkauft, ansonsten hätte ich die beiden nämlich noch zu Kraftfäustlingen hochstufen können. Aber an und für sich ist es nicht so wichtig. Ich habe, was ich brauche. Und ich komme auch damit klar. Und damit wird es Zeit für die schwierigste Mission, die Titan uns zu bieten hat. Wir brauchen dafür einen Vitalisator, einen Protektor, die ganzen Fähigkeiten. Ich fange mit Manipulator an. Wir haben einen Triple Verheerer, dann Manipulator, Augmentor, Brecher und falls wir es brauchen zur Not noch den Heiler. Also das heißt, wenn ihr bei Sass und Fang in Heiler überhaupt nicht gelevelt habt, so wie ich,
also nur die Basisfunktion freigeschalten habt, also Vita, dann hoffen wir, dass man schnell genug killen kann, weil wirklich gut heilen können wir hier nicht. Okay. Jetzt gibt es noch eine kleine Backstory. Und ich hoffe, ich kann den jetzt besiegen ohne größere Probleme. Denn das Problem bei dem Jungen ist eigentlich gar nicht mehr so... Gut, er ist schon extrem stark. Also, der da? Er ist schon extrem stark, aber vor allem der Kampf dauert auch ewig. Und wer bist du? Ja, ein Thief. Ich dachte doch nicht wirklich, dass der Endboss dieser kleine Behemoth da ist, oder? Der kleine Behemoth. Der hat nichts zu melden. Ihr seht schon. Spartacus hier. Spielt mit dem kleinen Behemoth. Und kickt ihn weg. Dieser Junge hier kann uns ziemlich den Arsch aufreißen. Das erste, was wir tun, ist erstmal sofort Gemach draufhauen. Ja. Keine nach nichts machen. Einfach nur Gemach draufhauen, so schnell wie möglich. Komm schon. Na, komm, Feng, mach das. Wir brauchen unbedingt Gemach. Ich habe gerade kein Glück mit meinen Debuffs. Ich brauche Gemach. Ich habe kein Glück mit meinen Debuffs gerade. Okay, Depro-Test ist schon mal drauf. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Da ist Gemach. Dann analysieren wir mal. Denn der ist jetzt nur noch gegen Fluch und ich glaube Morbid anfällig. Ne, Morbid ist der immun. Ist noch irgendwie was? Dem Wall. Sonst noch irgendwas? Ne, das ist alles. Das heißt, wir gehen in die Trisaster und gucken erstmal, dass wir dem hier schnell die Staggerleiste so hoch wie möglich bringen. Denn solange wir können, müssen wir das natürlich ausnutzen. Ich möchte die Staggerleiste ungefähr auf 23 bringen. Oh, hast es weg. Ich hätte gern, dass du das wieder drauf machst. Und dann weiter geht's. Denn der gute Herr kann Hast wegmachen. Aber dafür haben wir Sass dabei. Und dann müssen wir eigentlich nur gucken, dass wir so schnell wie möglich auf 300% bringen. Wo wir zu viel Schaden an ihm gemacht haben. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Ich meine, er macht ganz gut Schaden, wie Sie sehen. Das ist nicht so tragisch. Aber das wird sich jetzt dann gleich mal ändern. Und darum möchte ich ihn jetzt versuchen, so schnell wie möglich auf eine anständige Staggerleiste bringen. Weil, wie ihr seht, mit 999 Stagger werden wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen, den jemals zu staggern. Darum benutzen wir jetzt, so gut es geht, und bringen ihn erstmal auf 300, das reicht eigentlich. Seine Debuffs sind alle drauf, ich habe noch alle meine Buffs, die ich haben will. Jetzt wird es dann langsam Zeit, dass wir wechseln. Haben ihn fast auf 300. Ich denke mal, der nächste, ja, ein bisschen noch. Dann würde ich sagen, wir machen das hier. Denn er hat jetzt einen seiner Buffs entfernt. Und jetzt wird es Zeit, Gemach wieder drauf zu machen. Jetzt hat er Gemach weggemacht. Danke. Deprotest drauf. Gemach drauf. Fluch drauf. Ah, das kannst du auch. Das ist gut. Während Snow uns den guten Herrn beschützt. Fluch ist auch drauf. Das heißt, was wir jetzt tun, Kurada Eneada auf mich selber. Kurada Eneada auf Sass. Und dann gehen wir in den Angriff. Denn jetzt heißt es für uns angreifen, weil ansonsten gibt es hier gar nicht mehr großartig viel zu erledigen. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist regelmäßig, wenn seine Debuffs auslaufen, was nach und nach passieren wird, oder wenn uns die Buffs auslaufen, weil Kurada und Eneada halten nicht so lange wie Standard Courage und Enea. Oh, hat neues Schwert gezogen. Das sollte eigentlich heißen, dass er gleich mal seine Buffs wegmacht. Aber vor allem ab diesem Zeitpunkt wird er auch relativ gefährlich. Wenn ihr keinen Verteidiger habt, der diesen Angriff hier wegblockt, weil das Dämonenschwert hier, das macht übelsten Schaden. Okay. Ah, nee, falsch. Danke für Hast. Brauchen wieder Gemach. Fluch ist drauf, jetzt brauchen wir noch Gemach, damit er mir nicht allzu schnell angreift.
Kurada und Nerda wieder auf Fang und Sass und dann gehen wir wieder in Angriff. Und zur Not, falls es ausgelaufen wäre, müssten wir halt Hast nachbuffen. Was gerade bei Sass ausläuft, super. Bei mir ist es auch gerade weg. Mach mal Hast. Mach Hast, komm. Sass? Habe ich wieder Hast? Ja, dann passt. Aber jetzt müssen wir wieder Flach und Gemach, ja. Fluch und Gemach wieder drauf machen. Denn ihr seht schon, der macht seine Debuffs. Die gehen ab und an mal wieder weg. Und das ist eigentlich die ganze Kunst. Debuffs drauf, die 4, damit wir so schnell, damit wir so viel Schaden wie möglich machen. Debuffs auf mich selber. Und dann einfach so viel Schaden wie möglich. Jetzt hat er seine ganzen Buffs wieder weggemacht. Das heißt, selbe Spiel von vorne, Gemach. Wunderbar. Oh, meine Buffs sind alle weg. Bauen wir jetzt auch gleich wieder Kurada und Nerda. Er macht aber schon Fluch. Bei Snow geht es nämlich auch weg. Erstmal wieder Kurada und Nerda aufrechterhalten. Und Sass kümmert sich um Hast. Und dann gehen wir wieder in den Angriff. Okay, Fluch ist nicht drauf, aber das interessiert mich eigentlich weniger. Gemach ist Gemach und Debrot ist drauf. Ich habe Kurada, also ich mache vollen Damage, also gehen wir wieder voll in die Offensive. Und damit haben wir jetzt unter 50% HP, was bedeutet, dass der gute Herr noch ein größeres Schwert auszieht. Und auch wenn sein Schwert jetzt noch größer geworden ist, so wirklich interessieren tut es mich nicht. Denn ich habe meine Buffs, er hat die wichtigen Debuffs. Hier wegen Zermetzeln brauchen wir Snow als Verteidiger. Denn wenn das jemanden trifft, der kein Verteidiger ist, der wäre wahrscheinlich tot. Okay, Debuffs sind alle weg. Das heißt, wir beginnen wieder von vorne mit Debuffs. Ich habe die Strategie, glaube ich, mittlerweile kapiert. Debrot aller drauf. Jetzt nochmal in den Fluch. Wieder Augmentoren, denn wir brauchen wieder Hass und meine zwei Damage-Buffs. Und dann gehen wir wieder in den Angriff. Über und hauen Spartacus wieder richtig schön vor uns von aufs Maul. Also ihr habt schon verstanden, dass die Taktik an sich ist relativ einfach. Ihr seht auch, außer Snow nimmt hier keiner Schaden und Snow heilt sich mit der Vitalsphäre selber wieder voll. Aber das Zermetzen hier macht nicht wirklich viel Schaden. Ja gut, es geht eigentlich. Ihr seht, so knapp 4.000-5.000 Damage mit dem Blocken. Ohne Blocken wäre Instant Kill. Ich muss wieder nach die Waffen. Machen wieder Gemach. Machen wieder Fluch und danach wird wieder gehauen. Ah, da ist mein Buff weg. Sass hat keinen Hass mehr. Ah, meine Stärke ist wieder gesenkt. Das heißt, Kurada Nerda. Auf Sass. Und wir gehen wieder angreifen. Zermetzeln interessiert uns nicht. Toll. Kann ich bitte das Ziel wieder sehen? Ich meine, ist jetzt nicht so, dass mir die Ansicht von Fang hier nicht gefällt, aber da sind die ganzen Debuffs wieder weg. Also wieder Debuffen. Ja, ihr seht schon. Mein Kommentarstil wird hier sehr, sehr langweilig, weil ich immer das Gleiche mache und da sind meine Buffs weg. Nervt jetzt gerade ein bisschen. Komm schon, ich will nur gemacht drauf haben. Schnell Fluch. Ah, haben wir. Also wieder Kurada Nerda. Mach dir keine Sorgen, Snow. Und zum Angriff übergehen. Weil lange hält er das nicht mehr durch. Ihr seht schon, er hat schon relativ wenig HP. Und du kannst so viel zermetzen, wie du willst. Meinen Angriff wirst du nicht mal lange widerstehen, denn
Von deinen 9 Millionen HP sind gerade mal noch 300.000 übrig. Und ich mach knapp 100.000, ich mach knapp 80 mit dem ersten, 40 mit den anderen Angriffen. 40.000. Und wie Sie sehen, er ist tot. Es hat zwar über 8 Minuten gedauert, den zu killen, aber ihr seht auch, meine Zeitvorgabe liegt bei 18 Minuten. Das heißt, wir konnten den guten Herrn hier besiegen. Wir erhalten dafür ein Tapferkeitsamulett, haben eine Mission erfüllt und dafür gibt es den Genji-Armreif. Ein extrem mächtiges Artefakt. Das kann nämlich das Damage-Limit komplett aufheben. Das heißt, mit dem Genji-Armreif, den wir hier gerade bekommen haben, können wir über 99.999 Schaden verursachen, was uns später auf jeden Fall noch sehr nützen wird. Aber erstmal... Ja, wir haben gewonnen. Das ist... es gibt von den Dingern 3 im Spiel und den Genji-Fäustling, den wir gerade geholt haben, ist eigentlich der schwerste im Spiel. Es gibt noch 2 andere. Und da werden wir nicht mal die Probleme haben. Attacus ist mit einer der längsten Kämpfe im Spiel. Keiner der anderen Kämpfe sollte so lange dauern wie Attacus. Selbst mit der richtigen, oder Spartacus im Deutschen. Und ja, dadurch, dass wir Titans alle, wir haben alle Prüfungen von Titan bestanden. Dementsprechend verlässt er die Steppe und was weiß ich, überlegt sich neue Prüfungen oder... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er weg. Wir haben alle Prüfungen überstanden. Und dementsprechend... Was das? Wir sind hier fertig. Das heißt, die nächsten Missionen, die auf uns warten, die sind jetzt überall in der Welt verteilt und wir sehen uns jetzt dann gleich wieder. Ich werde cutten. So, da sind wir wieder. Hier ist die Mission Nummer 52, glaube ich, und zwar die hier. Und zwar müssen wir einen weiteren Zenitra töten. Dafür nehmen wir die Mission an und suchen wir die Sperren. Und zwar müssen wir hin. Oh, ganz da nach oben. Ich denke, ich werde da schnell wieder hochcutten, weil das ist für mich einfacher, damit ich mehr in den Part reinbekomme. Von daher, wir sehen uns gleich wieder hier. So, da bin ich wieder. Ich musste mein Paradigma noch ein kleines bisschen anpassen. Unter anderem war ich nämlich hier für Hengwi der hauptsächlich als Verteidiger. Wir beginnen mit der Manipulator-Paradigma. Ich habe ein Augmentor-Paradigma, um Buffs wiederherzustellen, Lebenssymphonie, um zu heilen und Blitzwall, um so schnell wie möglich zu staggern. Wobei wir da wahrscheinlich auch ein bisschen mit Trisaster arbeiten werden und dann sollte dieser Zenitra eigentlich keine größeren Probleme machen. Ich hoffe es zumindest. Aber die sind eigentlich schon ganz lästige Viecher mit ihren ganzen Debuffs und allem. Aber es sollte gehen. Wir beginnen eben damit erstmal sofort die ganzen Debuffs drauf zu bekommen, die wir haben wollen. Hauptsächlich halt Morbid und so weiter. Wenn wir es denn aufkriegen, heißt das. Er hat schon mal Depro-Test drauf gemacht. Das heißt, ich hätte nur noch gern Morbid. Vielleicht noch Fluch. Ich mach da mal so ein bisschen. Nach Fressen schnell Fang wieder voll machen. Und dann würde ich sagen, wenn wir mal den guten Zenitra ein bisschen ärgern. Plus eine Schwäche für Feuer und Wind. Darum werden wir dich mit Feuer zu spammen. Dass wir uns schnell gestaggert haben und danach kriegt der richtig aufs Maul. An und für sich brauchen wir nichts außer unseren Auto-Abilities, die gerade auslaufen. Deswegen nicht Dual-Augmentor habt, denn dann kann Hope schnell nachbuffen. Oh, das war nicht gut. Und ich bin im falschen Paradigma. Das hätte ich eigentlich verhindern wollen. Ich muss den jetzt schnell debuffen. Ansonsten wird das nichts mehr. Ich muss den jetzt staggern, so schnell es geht. Wir gehen den Kerber raus, damit er mich nicht aus dem Stagger... Ich will hier Stagger nicht verlieren. Komm schon, wir Trisastern ihn, dann wird er gestaggert, dann wird er gekillt. Komm schon, mach! Wir gehen in Kerberos, wir killen ihn, er muss jetzt einfach sterben. Das wird jetzt nicht mehr lange gefragt. Nein, nicht fressen, nicht fressen! Komm schon! Hau ihn, Lightning! Kriegen den noch. Das sollte eigentlich gehen ohne Subsidien. Fluch ist weg, das ist ein Problem. Aber ich denke, wir kriegen den jetzt kaputt. Ganz Debuffs sind weg. Komm.
Komm schon, er ist jetzt gleich tot. Komm schon, komm schon. Und da haben wir ihn gekillt. Gott sei Dank, lästiger Vieh. 5 Sterne, wunderbar. Damit ist er tot. Und das ohne die Subsidien. Mit Subsidien wäre er deutlich einfacher gewesen. Also sollten wir nochmal so einen bekämpfen müssen, werde ich auf jeden Fall wieder Subsidien benutzen. Ach, was ein scheiß Gegner. Aber gut, wir haben ihn gekillt. Er ist besiegt. Hat auch gute Erfahrungspunkte gegeben. Und diesen Sturmring, einer der einzigen Ringe im Spiel, der eure Verteidigung gegen Wind verbessert. Jetzt werde ich mal zur Mission Nummer 53 gehen. Die haben wir sogar schon mal gesehen. Die müsste im Yashas-Massiv sein. Also wie gesagt, wir treffen uns jetzt gleich wieder bei der Mission. Ich gehe wieder auf die Karte, weil das ist das, was ich immer tue. Und dann sehen wir uns gleich wieder dort. So, da sind wir wieder im Mahabara. Ich habe mich ein bisschen geirrt. Das Ziel ist dann in dem Spring da. Und bevor wir hier weitergehen, würde ich erstmal sagen, wir ballern mal unsere ganzen CP in unsere Fähigkeiten rein. Denn ich habe doch wieder ein bisschen was zusammenbekommen und ich sollte eigentlich wieder eine Rollenstufe für jeden meiner Charakter zusammenbekommen. Was ich jetzt tun werde, ist erstmal meine ganzen... Aber das sind auch schon 60.000er Fähigkeiten. 30.000. Ich werde erstmal hier leveln, bis die Fähigkeiten hier über 60.000 kosten. Danach werde ich die anderen Nebenfähigkeiten, also hier Verteidiger und so weiter, weiter leveln. Weil die sind natürlich deutlich billiger, aber das ist so mein Plan, wie ich die Charakter weiter leveln werde, nachdem ich jetzt dann gleich mal mit jedem... Wow, was war denn das hier? Ausrasten. Ich glaube, meine Festplatten werden langsam voll. Nachdem ich hier alles ausgelevelt habe, also die Hauptklassen alle ausgelevelt habe bei meinen Hauptcharakteren, weil hier Snow ist auch, Snow sage ich, Hope ist auch fertig. Kann man noch ein paar Fähigkeiten einfach noch leveln und dann sind wir eigentlich mehr oder weniger fast durch mit der, dann ist das halt, dann sind nur noch die großen Kristalle und dafür brauche ich eh länger, bis ich das alles gelevelt habe. Hier müssen wir jetzt, ihr seht schon, nochmal so einen Zenitra töten. Dieser befindet sich jetzt in, Moment. Im Yashas Massiv und wir treffen uns jetzt dann gleich wieder im Yashas Massiv. Ihr seht schon, viel Hin- und Her-Teleportiererei. So, da bin ich wieder, wir haben den nächsten Zenitra und für diesen werde ich wieder Subsidien benutzen. Ich habe meine Paradigmen wieder angepasst. Während mit der Delta-Offensive anfangen, um die ganzen kleinen Gegner wegzuballern. Dann eben mit der Siegesserie den Gegner manipulieren und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Jetzt haben wir nämlich auch die Subsidien wieder, von daher ist das... Dann hat es ein paar kleine Freunde und die kleinen Freunde möchte ich jetzt halt natürlich so schnell wie möglich ausschalten. Und zwar am besten mit 2 Rundumschlägern. Denn ihr seht schon, die können eigentlich nichts. Und jetzt wird der gute Herr hier gedebufft. Auf jeden Fall wird das ein Spaß. Denn dieses Mal sind wir ein bisschen besser vorbereitet. Wobei die ganzen Debuffs von Fang mittlerweile schon wieder alle weg sind. So, dann wird der gute Herr hier ein bisschen... gedebufft, aber ich sollte dann langsam bei Fang wieder auf den... Ich sollte Fang mal heilen. Nein. Medica. Hast du noch irgendwie was, was du gedebufft werden kannst? Nein, hast du nicht. Zumindest konnte ich noch mal ein bisschen verlangsamen. Jetzt bist du gestaggert und dann bist du gekillt, weil jetzt ist dann vorbei hier. Nee, dein Fressen kannst du dir sonst wieder geschieben. Jetzt bist du nämlich gebrechert. Fang wird da nicht so ganz viel Damage machen, aber ey, sieht doch ganz lecker aus. Von daher haben wir den jetzt einfach weg. Ihr seht schon, das ist halt der Unterschied, wenn ihr Subsidien benutzt im Vergleich zu ohne. Yes. Und damit haben wir auch diesen Zenitra hier gekillt. Wunderbar. Gibt gute Erfahrungspunkte. Und damit haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Inferno, sehr cool. Ja, damit haben wir es eigentlich.
nächste Mission, da kümmern wir uns dann im nächsten Part drum, weil ich würde sagen, wir haben genug gemacht in dem Part. Ich nehme auch schon wieder eine lange Zeit auf. Diese Parts sind sehr, sehr aufwendig mittlerweile. Einfach dieses ganze Hin- und Her-Gereise und ja, es dauert einfach, bis das alles erledigt ist. Auch die da weggeklatscht. Mittlerweile natürlich haben die nichts mehr entgegenzusetzen. Ich meine, die sind ärmer als arm. Ich habe die jetzt mit Triple-Kommando einfach oder mit Dreifachbrecher einfach weggeballert. Die können nichts mehr, die sind so arm. Aber das ist klar, wenn ich überlege, wie übertrieben stark wir geworden sind mittlerweile. Ich werde jetzt hier den Part beenden, wir speichern hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir uns um wahrscheinlich ein paar größere Gegner kümmern. Vielleicht sogar ganz große Monster, wir werden es sehen. Falls es euch interessiert, hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall wieder einschaltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin, ciao Leute, euer Tritaldor.